Ich muss Ihnen ja, liebe Zuschauer, echt mal sagen, ich liebe ja solche K.O.-Duelle. Es geht einfach um alles. Egal, wer und was da auf dem Platz steht. Jeder weiß ja auch, wir wollen unbedingt weiterkommen ins Halbfinale. Am liebsten natürlich wollen sie alle ins Finale. Aber es können eben nur zwei Mannschaften das Endspiel erreichen. Umso angespannter, umso freudiger bin ich schon vor dieser Viertelfinalbegegnung. Ein typisch südländisches Flair, das dieses Stadion am Ufer des Rio Guaiba ausstrahlt. In einer Stadt, die durch Migranten von den Azoren gegründet wurde. Jetzt gilt es, das Halbfinale. Es winkt enorme Spannung hier vor dieser Partie. Beide Mannschaften haben zuletzt Großes geleistet. Beide haben ihre Fangemeinden stolz gemacht. Jetzt geht es darum, im direkten Duell das Ganze zu vergolden. Ab geht's. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Sie holen sich schon echt früh die erste Karte ab. Nach vorne war nichts zu machen. Es gab keine echte Anspielstation. Und wieder zurück ins Zentrum. Starker Pass und der pumpt ihn einfach hinten raus. Bockstarke Aktion. Schöne Kombination. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Ganz simpel, einfach nach vorne. Und der kommt an. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Und die Kontergelegenheit. Da war er voll auf der Höhe. Ganz fein gespielt. Och bitte, so doch nicht. Augen auf und ab nach vorne. Da hat er den Überblick behalten. Super, öffnender Pass. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Da ist die Flanke. Die Abwehr steht. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Stichwort Befreiungsschlag. Einfach mal nach vorne gedroschen. Wir nähern uns so langsam aber sicher dem Halbzeitpfiff. Und noch sind keine Tore gefallen. Und er zieht ab. Ja, der ist drin. Da ist der Treffer zum viel zitierten, psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Einfach und erfolgreich. Ich bin mir ganz sicher, er selbst versteht die Welt nicht mehr. Wie kann ich denn hier direkt vor dem gegnerischen Tor so viel Freiheit, praktisch alle Freiheit der Welt haben? Unerklärlich.
Sie haben das so wichtige erste Tor erzielt. Dieses erste Tor wird Ihnen sicher noch mal zusätzlichen Auftrieb geben. Damit sind die ersten 45 Minuten vorbei. Das hat man sich anders vorgestellt, aber noch ist genug Zeit, um das Spiel zu drehen. Man braucht nun ein frühes Tor. Hälfte 2 ist eröffnet. Natürlich wollen sie jetzt im zweiten Durchgang das Ganze korrigieren. Und ich glaube, der Anpfiff der zweiten Halbzeit, die ersten Minuten sind der ideale Zeitpunkt. Jetzt müssen sie Zeichen setzen. Spielverlagerung auf die linke Seite. Das ist nicht von dieser Welt. Gute Flanke. Tolles Gegenpressing. Raus auf die Seite. Findet er ihn? Ball ist draußen, Einwurf. Die Idee ist da, der Plan ist okay, aber sie müssen es beim nächsten Mal zu Ende spielen. Immer mutig nach vorn, das ist die richtige Devise. Das ist völlig richtig. Und rein damit. Gefährlich, wenn er den kriegt. Spielt ab. Das könnte was werden. Da kommt der Ball. Erstmal raus mit dem Ding. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Weltklasse-Technik. Das könnte was werden. Und die Flanke. Und er ist zur Stelle. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Und wieder schlägt er ihn hoch rein. Da ist der Pfiff und Tschüss. Das Schicksal ist besiegelt. Also, dass man so früh ausscheidet, hätte beim besten Willen niemand erwartet. Enttäuschend, wie man sich hier präsentierte.